Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Gameboy-Klassik-Titel dran. Und zwar, ihr seht es selbst, Lethal Weapon. Ja, den Film habe ich damals echt geliebt. Das war wirklich so eine goldene Zeit dieser Action-Komödien. Im Prinzip, wenn man das Hard of Hard betrachten will, sehr ähnlich alle. Aber sehr, sehr schön auf jeden Fall. Da hat man immer so eine schöne Nostalgie, wenn man die mal wieder sieht. Obwohl, den habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Aber genug der Vorrede, schauen wir in das Spiel dazu rein, das soll nämlich echt nicht gut sein. Ich will gucken, sagen wir gucken, so rum, oh, ich nehme das hier bei der Ende Juni Hitze noch auf und das mit der Mütze. Schauen wir mal, okay, wir sind in der Mall. Okay, das sind wir. Was können wir? Springen, richtig, und schießen. Okay, habe ich irgendwie Munition oder sowas? Ne, keine Ahnung. Wieso treffe ich den denn nicht? Wieso habe ich den gerade nicht getroffen? Oh. Wieso treffe ich den nicht? Ich muss echt exakt auf derselben Ebene stehen, ne? Jetzt werfe ich hier Handgranaten. Die voll bescheuert sind. Wieso soll man die denn vernünftig einsetzen? Ich meine, dass die... Ach, jetzt ist Pistole alle? Okay, jetzt muss die kloppen. Während die Pistolen haben. Was, Handgranate? Nein! Also, die Musik ist auch heftig, oder? Also, heftig im Sinne von nicht so gut. Gottes Willen. Ja, das gucken wir. Ja, ganz hoch komme ich leider nicht. Ja gut, ist halt, ist nicht wirklich gut, aber, also das hier mit der Treffererkennung, man muss exakt auf derselben Ebene sein. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ey, die sieht so treffen. Ansonsten ist es nicht wirklich schwer, aber irgendwie herauszufinden, wo die kommt. Oh. So ist halt wieder Pistole. Die Musik, die ist echt primitiv. Oh. Nun kommt schon. Ich meine, dass man bei Brawler so ungefähr auf derselben Ebene sein muss. Das ist ja nichts Neues. Was ist denn mit denen los? Warum sind die denn da in irgendwelchen Löchern? Wie treffe ich die denn jetzt? So? Nee. Hä? Wie soll ich die denn treffen? Oder brauche ich da jetzt Granaten für? Hä? Wie soll ich die denn treffen? Hä? Also ich muss ja ungefähr auf derselben Ebene sein, ne? Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, was denn? Ihr Zeit... Ja! Wie soll ich die denn treffen? Mann! Ihr nervt nicht! Kann ich irgendwie reingehen? Nee. Ja, ich kann ja nur weiter... So. Wie weit wirft der denn diese blöde Granate? Das bin ich der andere, okay. Kann der was? Wie soll ich die treffen? Habe ich die jetzt gerade getroffen? Der blinkte so oder ist das einfach nur... Ey, das ist lächerlich, aber... Entschuldigung, aber... Ich kann ja nicht kriechen oder so. Ich kann springen oder treten. Und da oben und da unten. Also auf der Ebene. Ey, sowas hatte ich echt noch nie. Entweder stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch. Dann komm.
Oder muss ich jetzt die Handgranaten hier aufgehoben haben? Aber die werden hier immer so weit geworfen. So. 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 Achso. So. Mal gucken. Ich gehe jetzt mal hier ganz am Rand, ne? Hm. Komm. Komm schon. Ich würde sagen, ich recherchiere mal. Wir machen hier mal einen ganz kurzen Cut. Bis gleich. Also, ich habe jetzt mal kurz recherchiert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann muss man wirklich die Granaten einsammeln und dann drauf werfen. Ey, sorry, aber... Komm, werf eine Granate. Werf eine Granate. Ey, das ist so lächerlich. Oh. Vor allem hier irgendwie so Standardgegner. Schnell, 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 schnell. So. Jetzt gehe ich hier hin. Und hoffe, dass ich die nicht erwische. Und? 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 Ich muss da echt wirklich genau auf den Punkt da werfen. Ey, wie lächerlich ist das? Okay, immer wenn er... Ja, komm. Und vor allem, wenn ich jetzt getroffen werde von der Granate, dann explodiert sie gleich. Komm. Wann wirfst du meine Granate? Komm. 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 Ey. Wie bescheuert ist das? Vor allem, das Spiel ist so nicht wirklich gut. So, mal gucken. Ha, jetzt habe ich gleich zwei. Ey, sorry, aber das ist einfach kein vernünftiges Gameplay hier. Guck, dass es mal wieder wirft. Man kann ja noch nicht mal irgendwie gezielt werfen. Und dafür, dass es Granaten sind, haben die einen erschreckend kleinen Sprengradius. Da bin ich jetzt gerade echt... viel zu blöd irgendwie. Komm, ein Continuum machen wir. Wir wollen noch ein bisschen was anderes vor dem Spiel sehen. Aber ich glaube, ich weiß, warum das kacke ist. Und diese Musik, die geht mir auch auf. Ey, wieso treffe ich die denn nicht? Ey. Ich weiß nicht. Das Spiel ist echt... mies, also vor allem noch diese Musik noch dazu, ne? Die so verhöhnt, monoton, langweilig ist. Schlimm. Komm. Ich kann auch da echt nicht viel zu sagen. Es ist einfach, ich meine, gefühlt war Double Dragon 3 noch ein Tick schlechter, muss ich sagen. Obwohl, eigentlich auch nicht. Double Dragon 3 hatte halt nur den Nachteil, dass man halt ständig in so einer Art Lockdown von den Gegnern war. Hier ist es einfach nur kacke, dass man sie halt nicht trifft oder mit Handgranaten irgendwie rumhantieren muss. Die voll für den Arsch sind. Mit einem Mini-Explosionsradius. Also wir sehen mal, was das für Handgranaten sind. Ich habe das Gefühl, dass es einfacher ist, Leute umzutreten, als mit der Pistole umzubremsen. Mal gucken. Ich hatte doch Granaten, oder nicht? Komm hier, wirf mal eine Granate. Ja, dann wirf doch halt mal eine Granate. Komm! Weil ich wollte jetzt nicht zu weit den Bildschirm reinscrollen lassen. Okay, also muss von dem Feld hier ungefähr werfen. Ja. Macht eigentlich Sinn, weil er hat... Toll. Machen sie noch nicht mal viel Schaden.
Blob. Ey, was sind das für Granaten? Spielspaß Granaten auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt 3 Granaten auf den drauf geworfen. Bei 4 Granaten sterben sie endlich. Herrlich. Das Problem ist, ich krieg die... Werf halt meine Granate, komm! Kann ich irgendwas mit der Kiste machen? Irgendwie, ne. Werf halt meine Granate, Junge! Komm. Bei der Hitze habe ich echt keinen Bock mehr jetzt. Also das Spiel ist echt Mist. Ich weiß nicht, natürlich ist, bin ich jetzt relativ am Anfang hängen geblieben. Aber wer denkt sich so ein Mist aus? Ganz mal ehrlich. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur Mist. Danke, dass ihr reingeschaut habt in dieser Sommeredition und nicht weit kommen, wie man es auch beschreiben will. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.